Adriana ist 26 Jahre alt und möchte keine Kinder. Nicht jetzt und auch nicht in 10 Jahren. Mit ihrer Entscheidung ist sie sich so sicher, dass sie sich sterilisieren lassen möchte. Ich hatte noch nie irgendwie den Gedanken, ach, wenn ich dann 25 bin, dann möchte ich meinen Partner haben, damit ich dann mit Ende 20 irgendwie anfangen kann, Kinder zu kriegen. Das hatte ich noch nie. Ich kann mir das Leben mit Kind nicht vorstellen. Ich finde Kinder jetzt meistens auch nicht so dolle. Ich möchte gern mein Leben für mich leben und nicht für jemand anderen, mindestens 18 Jahre lang. Und dass ich mich sterilisieren lasse, habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren angefangen, darüber nachzudenken, weil ich jetzt die Pille nehme, seit ich 16 bin und ich möchte gerne irgendwann auch mal hormonfrei leben. Obwohl die Sterilisation in Deutschland ab 18 Jahren erlaubt ist, führen sie viele Ärzte und Ärztinnen, vor allem bei jungen Frauen, nicht durch. Zu riskant ist ihnen ein mögliches Bereuen der Patientin. Der Gynäkologe Dr. Carsten Buckermann sieht das aber anders. Ich werte das nicht. Ja, also der Wunsch oder das Lebenskonzept, was ein Mensch für sich hat, das kann ich ja nicht bewerten oder sagen, das ist gut, das ist schlecht. Und das andere ist, dass man natürlich alle anderen Entscheidungen im Leben auch bereuen kann, auch die, ein Kind bekommen zu haben. Und von daher ist das eigentlich ein Argument, was so nicht zählen kann. Ja? Jede Handlung hat eine Konsequenz und man muss dann zu der Konsequenz stehen. Und außerdem, das Bereuen ist relativ, weil man hat dann noch den Weg über die künstliche Befruchtung, wo man eben trotzdem eine Schwangerschaft herbeiführen kann. Nur eben nicht auf natürlichem Weg. Es gibt verschiedene Möglichkeiten einer Sterilisation. Die Eileiter werden auf beiden Seiten durchgeschnitten. So können die Samenzellen die Eizelle nicht mehr befruchten. Eine andere Möglichkeit ist das Abklemmen oder Abbinden der Eileiter. Die Methode, die bei Adriana durchgeführt wird, ist das Veröden der Eileiter. Hier werden auf beiden Seiten ein paar Zentimeter mit Strom verödet und zusätzlich durchtrennt. Die Sterilisation kostet 1.000 Euro und dauert ca. 20 Minuten. Mit Vorbereitung und anschließendem Aufwachen wird Adriana 2 Stunden in der Klinik verbringen. Also, dass das so ein groß gefasstes Thema ist, finde ich, ich will nicht sagen übertrieben, weil es eben noch kein gängiges Recht ist irgendwie. Obwohl es nicht verboten ist, wird es verpönt, obwohl es vollkommen erlaubt und legitim ist, muss man darum kämpfen, während bei Männern in den meisten Fällen gesagt wird, ja, okay. Bei der Operation gab es keine Komplikationen. Adriana will weiterhin offen mit dem Thema umgehen und hofft, dass ihre Entscheidung nicht immer hinterfragt wird.